Wir bedauern die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die dem Antrag auf Verbot der NPD nicht stattgegeben hat. Die NPD wird dieses Urteil als Bestätigung und Ermutigung begreifen und sie wird die Kreide, die sie gefressen hat, beiseite legen angesichts der ohnehin fremdenfeindlichen Stimmung im Lande, wird die NPD diese eher noch befeuern. Das Gericht hat praktisch einen Freispruch wegen Bedeutungslosigkeit verhängt. Ich glaube, angesichts der Schwäche der NPD mag man dieser Begründung durchaus folgen. Sie ist aber meines Erachtens kurzsichtig. Die NPD hat in der Vergangenheit schon einige Krisen überstanden. Es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass sie wieder stärker wird und dass sie mit Hilfe von Millionen Steuergeldern, sie bekommt immerhin 1,3 Millionen Steuergeldern, ihre faschistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Netzwerke weiter aufbaut. Das Urteil fällt aber auch auf die Antragsteller zurück. Ihnen ist es offensichtlich nicht gelungen, das Gericht von der Gefährlichkeit der NPD zu überzeugen. Sie haben ihren Schwerpunkt auf die Ideologie gelegt, auf die verwerfliche Ideologie der NPD und weniger auf die politische Praxis. Die Praxis hat aber genau das Verfassungsgericht am meisten interessiert. Hier hätte vielleicht anders gearbeitet werden müssen. Wer die doch schwachen Auftritte der Innenminister Herrmann und Café vor dem Bundesverfassungsgericht erlebt hat, muss sich nicht völlig wundern, wie sie hier schlecht recherchierte Sprechzettel ihrer Landesämter für Verfassungsschutz vorgetragen haben oder sogar heruntergeleiert haben und dann in Stottern gebracht wurden, als Richter nachgefragt hatten. Das war schon irgendwo vorhersehbar, dass es vielleicht nicht ganz so ernst gemeint war. Man kann nicht auf der einen Seite über die Verfassungsschutzberichte der Länder die NPD kleinschreiben und sich dann wundern, wenn einem das gerade von den Richtern vorgeworfen wurde.